Meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich willkommen hier in San Francisco, wo wir den Driver spielen und wir spielen das jetzt mal. Wir sind hier letztes Mal noch in unsere alte Karre zurückgechiftet. Wir gehen jetzt mal auf Spielen, mal gucken, was passiert. Ich weiß gar nicht. Jones. Hey, Jones. Jones. Das wirst du nicht glauben. Ah, jetzt redest du wieder, ja? Du warst so lange ruhig, ich dachte schon, du hättest einen Hirnschaden. Oder du übst Kopfrechnen ohne Finger. Oh, Mann. Was zum Teufel ist in dich gefahren? Sorry, ich muss einen Augenblick woanders gewesen sein. Dann behalt jetzt mal einen klaren Kopf und bring uns zurück aufs Revier. Okay, Jericho ist frei, aber wir wissen nicht wo. Was noch? Wir wissen, dass seine Flucht kein Solo-Auftritt war. Genau, wir suchen nach einem Schützen, der aus einem Helikopter ein bewegliches Ziel mit einem Raketenwerfer treffen kann. Ex-Militär? Wahrscheinlich. Der Pilot sagt, es war ein Mädchen. Dunkle Haare, mit Sinn für Klamotten. Da können wir einige ausschließen. Oh, sie ist ein Profi. 2-1, dass sie untergetaucht ist. Wir müssen echt schnell machen, um Jericho zu erwischen. Also machen wir es auf die alte Tour. Durchstöbern mal den Müll und sehen dann, wohin uns die Kakerlaken führen. Also, dann ein paar Namen. Was ist mit diesem Jimmy Herrera? San Quentin. Odell Williams? Hatte Glück. Ist raus. Bewährung. Nicht viel, aber ein Anfang. Okay, ist die Säule. Mal gucken, was passiert. Okay, ich glaube, ich muss hier rechts... Jones, okay, da gibt es noch etwas. Okay. Hast du jemals... Ach, vergiss es einfach. Tanner, sag was oder sag es eben nicht, aber bitte nicht so. Du klingst wie meine Frau. Hast du jemals geträumt, dass du fliegst, aber du warst wach? Und... Ich sag's langsam und deutlich. Du hast dir den Kopf gestoßen. Fahren wir zurück aufs Revier, John. Im Ernst. Für mich. Genau. Für dich. Pardon. Oh, da sind wir schon da. Ich glaube, wir sind schon da. Hallo, Chicas. Okay. Police. Princess. Ja. Jericho finden. Darauf muss ich mich konzentrieren. Was ist denn los mit dir? Haben wir darüber nicht gerade gesprochen? No. Wir haben gesprochen. Worüber okay, haben wir gesprochen? Okay, Fall Jericho. Fangen wir von vorne an. Was wissen wir? Jerichos Flucht war gut geplant und er hatte Hilfe. Wahrscheinlich von Ex-Militärangehörigen. Er ist immer noch da draußen. Jemand weiß, wo er ist. Irgend so ein Penner. Den müssen wir benutzen, um Jericho zu finden. Vielleicht bringt uns diese Sache, die ich kann, den entscheidenden Vorteil. Diese Sache, die ich kann? Naja, ich meine, das ist zurück, okay. Und jetzt? Okay, was muss ich jetzt machen? Oh. KEOC Lunchtime. Ihre Augen auf die Stadt mit mir, Gabby Denver. Nach der Werbung, die Jagd nach Charles Jericho. Wir folgen der Spur der Zerstörung, die seine dramatische Flucht hinterließ, zu dem Ort, an dem ein mutiger Beamter schwer verletzt wurde, als er versuchte, den Flüchtenden zu verhaften. Okay. So, was jetzt? Shift-Ebene 2. Rechts rauszoomen, reinzoomen. Okay, ich muss erstmal weiterdrücken. Ein Gebäude oder einen ganzen Block überspringen könnte. Wow! Gut gemacht. Ja, ich habe auch mal was gut gemacht. Fahr zur Mutprobe. Ziel? Fahre zur Mutprobe. Wo ist die Mutprobe? Okay, ich soll jetzt irgendwo zu einer Mutprobe fahren, aber ich weiß nicht wo. Vielleicht diese blaue Raute da? Da ist das eine Mutprobe? Mutprobe. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal hier diese Karre. Ein bisschen Urlaub wäre schön. Entspannen und ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja, wir nehmen hier ein paar Dinger mit. So, ich weiß gar nicht, was ist eine Mutprobe? Wir machen das mal. Ich weiß nicht, was ist das wieder? Das ist okay. Belohnung. 800 Meter in 45 Sekunden fahren, keine Unfälle? der größte Unfall sitzt vor dem Bildschirm. Pass mal auf, okay. Wir probieren das mal. Was Beste? Finde den besten Ort. Okay, keine Unfälle. Okay. Okay. Sehe ich irgendwo was? Ich kann mich eh nicht drauf konzentrieren, Freunde. Ich sag grad nicht viel, aber ich weiß nicht, wie viel sind wir denn schon gefahren? Mutprobe beendet.
1000 Punkte erhalten. Okay, und jetzt? Muss ich noch eine Mutprobe machen? Hast du es geschafft? Alle Aktionen geben? Blablabla, weiter. Gib sie den Werkstätten aus, okay? Das sind WPs. Wir können wahrscheinlich Werkstattpunkte. Das ist wahrscheinlich... Das war viel zu knapp. Tipp, betrete die Werkstatt und kauf ein Auto. Okay, dann muss ich, glaube ich, umdrehen, oder? Kann das sein? Pass mal auf, Freunde. Ich muss jetzt mal hier ganz kurz vorbei. Das ist zwar ganz schrecklich, ich gestehe das, aber ihr wisst nicht, unter welchem Druck ich stehe. Das ist unglaublich. Okay. So, und jetzt... Na, Taxi, du fährst jetzt einen drin. Pass mal auf, das ist... Entschuldigung, aber der Taxifahrer nervt gerade ein bisschen. So, muss ich jetzt hier... Okay, ich muss jetzt hier. Das ist das Problem natürlich, ne? Wenn ein Spielkind 45 aufs Navi gucken muss, um Auto zu kaufen. Wieso kann ich denn eigentlich ein Auto kaufen? Ich brauche doch kein Auto kaufen. Ich kann mich doch überall reinschiften. Wie weit ist denn das noch? Habe ich mich jetzt verfahren, oder was? Ah, ne, da vorne muss ich, glaube ich, rechts. Hey, pass mal auf, wir sind so langsam hier, die Leute. Ich bin Tempo gewohnt. Ich bin Speed Junkie, Freunde. So, Werkstatt Auto kaufen. Das ist nicht mein Auto. Insofern ist es egal. Okay, dann finden wir es mal durch, okay? Ja, ja, hup du nur. Ich kann das auch. Hast gehört? Okay, Werkstatt. Coole Hupe. Komm ich da durch? Muss ich geradeaus? Oh. Oh. Entschuldigung, das lag nicht in meiner Absicht. Okay, da haben wir eine Abkürzung genommen. Okay. So, wo ist die Werkstatt? Okay, ich glaube, hier ist gar nicht schlecht. Wir fahren jetzt einfach mal hier lang. Zur Werkstatt, mein Auto. Wieso muss ich ein Auto kaufen? Ich muss nichts kaufen. Ich kann hier shiften ohne Ende. Und bin ich noch richtig? Jetzt hier muss ich, glaube ich, dann. Glaube ich gleich rechts. Ja. Da ist aber noch alles okay. Okay, da ist die Werkstatt, okay? Können wir dann einfach geradeaus fahren? Wir probieren das mal. Schöne Bremsleuchten hat er. Oh, Werkstätten. Gib WP beim Werkstatthändler aus. Kaufe Fahrzeuge und Upgrades. Fahre mit einem eigenen Auto weiter. Na gut, machen wir mal. Betreten die Werkstatt und kaufe ein Auto. Die Leute, wir kaufen uns jetzt eine Karre. Was? Werkstatt verlassen? Nee, Fahrzeuge. Ach, das bin ich richtig. So, wir haben 1132 WPs. Das ist nicht viel. Was ist Alfa Romeo? Aha. Audi kostet 20.000. Cadillac kostet 1.000. Cadillac, ein Dodge. Ein Dodge finde ich ja geil. Auch 1.000. Ein Ford kostet 500. Boah, den haben wir ja schon gefahren. Die Karre ist geil. Kostet aber auch 15.000. Ein Pontiac. 1.000. Okay, das waren alle. Was sollen wir denn mal kaufen, Freunde? Ich meine, ein Dodge ist schon eine coole Karre. Ne? Ein Dodge Charter. Ist ja wahrscheinlich der modernere. Der kostet 1.000. Könnte man uns sogar leisten. Aber so ein Cadillac, ne, der ist mir ein bisschen zu bieder, Freunde. Den hätte ich ja ganz gerne. Ein Audi, ne? Alfa Romeo. War ein Alfa? Auch nicht schlecht. Jetzt hat man wieder die Qual der Wahl. 20.000, das ist, da kommen wir nie hin, Freunde. So, okay. Dodge Charger. Ein Ford. Nissan. Was ist denn hier mit so einem Pontiac? Solstice. GPM. Der kostet 1.000. Der sieht gar nicht schlecht aus. Warum sehe ich nicht, was der auf Hacken hat? Was heißt, wir kaufen den mal. Tempo nicht wirklich viel. Stärke nicht wirklich viel. Driften ist ja ganz gut. Tempo. Okay, Moment. Ich will mal zu den Fahrzeugen. Was mit dem Alpha? Der hat keinen Drift, aber der ist ziemlich schnell. Ziemlich stark. Okay. Der Cadillac. Ne, der Cadillac gefällt mir nicht. Was mit dem Dodge hier? Ja, der hat natürlich richtig was unter der Haube, ne? Okay. Der kostet 2.000. Haben wir nicht. Soll man einen Dodge kaufen? Aber einen Dodge haben wir eigentlich schon, ne? Insofern, warte mal, zurück. Was nehme ich denn jetzt hier? Den Alpha? Mal ganz kurz gucken. Ja, der Alpha ist halt schön schnell, aber
Na. Ich kann mich gar nicht entscheiden hier. Der ist so gut Drifting und das ist Stärke. Ach ey, Freunde, wisst ihr was? Ja, wir kaufen uns eh noch welche und wir sind ne Drifter, ne? Was brauchen wir ein Auto? Wir sind Drifter, so zurück, okay. Fahrzeug wählen. Okay, Werkstatt verlassen. Okay. Werkstatt verlassen. Yep. Ey, der sieht gar nicht schlecht aus. Finde ich cool. Einkommen. Beim Besitz generiert WK Einkommen. Ach, WK heißt das. Fahrzeuge und Werkstätten sind Besitz. Mehr besitzen heißt mehr verdienen. Standard. Also, was geht denn hier noch so ab? Ich finde mir die geiles Auto, gefällt mir. Cabrio? Mal ganz kurz hier. Ja. Oh, da kann ich leider nicht viel gucken. Ja, aber hallo, also den finde ich geil. Haben wir gut gekauft. Für 1000 Pfeifen? Wieso kostet das Ding nur 1000 Pfeifen? Okay, wir gehen mal auf Tipp. Fahrt zur Attraktivität. Okay, zur Aktivität, nicht Attraktivität. Ich meine, bei meiner Attraktivität, ne, ist das verwunderlich nicht, dass ich da... So, okay, Aktivität. Okay, weißt du nicht im geringsten, wo das ist? Wir gucken mal. Wollen einfach die Karre testen, was sie so auf der Hacken hat. Ich weiß nicht, ob wir die sofort schrotten sollten, ne, aber... Ja gut, der schnellste ist er wirklich nicht, aber ja nun, dafür ist es ein gemütliches Cruisen. Ich glaube, wir müssen so viel zum Thema, ne? Nicht kaputt machen. Sag mal, bist du da den Bordstein einpoppen, Kollege? Das ist ja unglaublich. Was macht der da? Das müssen wir mal ganz in Ruhe angucken. Ja, das ist halt Spielkind 45. Oh, dich hat's echt zersemmelt, das tut mir natürlich leid. Aber gut, wir müssen woanders hin, deswegen habe ich das mal probiert. Das ist so, kann passieren. So, wo muss ich denn jetzt hin? Moment, ganz kurz mal Y. Okay, hier müssen wir, glaube ich, links. So, wir fahren zur Aktivität. Ja, ist nicht der langsamste, also finde ich schon okay. Ja, Freunde, euch passiert nichts, das wissen wir. Haben wir von vornherein klargestellt. Okay, der bremst verliert, ne? Das wisst ihr. Muss ich jetzt hier? Ich muss es hier, glaube ich, rechts, ne? Okay, machen wir mal. Okay. Und jetzt? Da müssen wir da gerade aus. Was ist ein Camaro? Cool. Oh ja, das da wäre ich vorsichtig. Wenn ein Spielchen auf der Piste ist, das ist. Moment, das war ganz kurz so. Wie weit ist denn bitte? Pass mal auf hier. Hier kann ja jeder machen, was wir fühlen. Nehmen jetzt hier mal eine kleine Abkürzung, Leute. Ja, wir haben es eilig, wir haben Termine. Wir haben Aktivitäten. Ja, komme ich hier auch durch? Okay. Okay, habe ich denn schon einen Platten oder so? Sehe ich das irgendwo? So, ich muss erst mal auf die Karte gucken, ja. Moment, nicht rückwärts fahren. So, fahren wir immer rechts. Okay, das kommt vor, müsst ihr euch nichts bedenken. Ich weiß, ihr euch kann nichts passieren, ihr seid absolut sicher. Selbst wenn ich fahre. Ja, Schwester, tut mir leid. Komm ich hier irgendwann? Ah, da vorne können wir, glaube ich, links fahren. Da müssen wir auch, glaube ich, fahren. Oh. Ja. Immer mit der Ruhe, ne? Ein bisschen schneller. Ich bin schon wieder verkehrt. Jetzt da die nächste Links müssten wir jetzt fahren, ne? Dann müssten wir an sich schon da sein, Freunde, oder? Okay, Tipp. Fahr zur Art. Ja, da bin ich ja gerade dabei, Kollegin. Das ist der. Fahr ich ja gerade, ne? Geradeaus. Okay. So, was ist das jetzt hier? Das ist die Aktivität. Okay, was haben wir hier? Stunt-Aktivität. Okay. Meine Leute, wir machen jetzt ein paar Stunts, ne? Allerdings erst in der nächsten Folge. Dieses jetzt erstmal beendet. Driver San Francisco, der hat unser Nummernschild auf jeden Fall übernommen.
ist ein Pontiac, ne? Ich finde die Karre echt cool, muss ich sagen, ne? Und ja, nächstes Mal hier den Spiegelinterstand nennen, liebe Leute. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet ihr bereit. Ciao, ciao, sagt euer Pontiac 45, wie auch immer, Stuntman.